Hallo! Einige von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich in London war und dass ich dort auch vieles erlebt habe und viel einkaufen war. Übrigens seht ihr hier meinen Haul verlinkt, wenn er online ist. Und ich habe so ein kleines Follow Me Around durch London gemacht. Und jetzt folgend seht ihr alle Videos, die ich in London so gedreht habe, wo ich euch mitgenommen habe. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. So, also ich war jetzt im Hotel und jetzt sind wir noch kurz durch ein Museum gelaufen. Und zwar sieht man es noch hier hinten ganz klein. Das war das Victoria and Albert Museum. Und das, was ich eigentlich daran ganz schön finde, ist, dass es halt wirklich nicht nur so normale Kunst gibt, sondern zum Beispiel auch Mode. Und ja, das ist halt total vielseitig und ich habe auch Kunstleistungskurs gehabt und deswegen fand ich das jetzt eigentlich ganz interessant und jetzt suche ich eine U-Bahn, damit ich mitten in die Stadt komme. Ich habe jetzt eine U-Bahn gefunden und was ihr hier seht, ist die Oyster-Card. Das ist sozusagen mein Ticket, mit der ich ins U-Bahn-Gelände reinkomme. So, ich bin jetzt gleich, ich bin schon im Untergrund und bin jetzt gleich bei meiner Linie. Und zwar muss ich mit der Piccadilly Line fahren und dann muss ich jetzt noch gucken, in welche Richtung. Und ja, ich komme mal wieder, wenn ich da bin. Hier im Untergrund gibt es auch manchmal richtig gute Musiker, die für Geld spielen, so wie der Mann, den ihr hier gerade seht. Und hier kommt schon meine U-Bahn. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach draußen und Stand on the right nehmen die Engländer sehr ernst. Rechts stehen, links gehen. So, ich bin jetzt wieder aus der U-Bahn draußen und ich muss natürlich erstmal direkt nach dem Weg fragen. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg in die YouTube-Studios und werde da einfach mal vorbeischauen und gucken, was man da so machen kann. So, das YouTube-Studio muss jetzt hier irgendwo sein und da gehe ich jetzt mal auf die Suche. Okay, das ist ganz schön krass da drin. Hinter mir seht ihr das Google- und YouTube-Zentrum von London und ich gehe jetzt mal weiter und erzähle euch ein bisschen. Ich war jetzt nur an der Rezeption, wollte eigentlich fragen, ob ich ein Praktikum machen kann und man muss sich aber vorher anmelden auf der Website, dann kommt man auf eine Gästeliste. Und ja, gut, da war ich vielleicht etwas naiv, aber das war jetzt eine Erfahrung wert und ich fand das auch ganz krass, als ich reingekommen bin, kommen mir direkt welche mit diesen Google Glasses entgegen, also diese Brillen mit Kamera dran. Also das scheint echt ein riesen Gebäude zu sein. Ihr seht das hier hinter mir nochmal, das Orangene. Und ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen einkaufen und dazu nehme ich euch natürlich auch mit. Ich war jetzt gerade noch in einem Supermarkt und das Essen hier in London ist ja echt teuer. Und ich habe mir jetzt einen kleinen Salat hier zusammengestellt und mit Früchten, oben mit Gurke und Tomaten und so. Und das hat mich jetzt 2 Pfund gekostet. Das geht eigentlich total. Also ist eigentlich günstig für London. Und ich laufe immer noch. Aber ich setze mich jetzt gleich hin, suche mir irgendeinen Platz und esse. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wie ihr hinter mir seht, ist hier ein ganz großer Primark und der geht über 3 Stockwerke und da war ich gerade drin, da durfte ich leider nicht filmen. Aber ich habe einiges gekauft und ihr bekommt natürlich darüber noch einen Haul. Und jetzt fahre ich wieder ins Hotel zurück und ja. Was voll extrem war irgendwie, also der war ultra groß. Ich habe mich sogar mal kurz verlaufen, wusste nicht mehr, in welchem Floor ich war. Und er hat in jedem Stockwerk 2 Rolltreppen, die hochgehen und 2 Rolltreppen, die runtergehen. Also immer 4 und die sind auch immer direkt nebeneinander. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ist halt so, ne? Ziemlich coole Erfahrung auf jeden Fall. Mal ein bisschen was von London und die Londoner Busse. Das ist jetzt die Oxford Street oder ja, eigentlich das Ende der Oxford Street und der Anfang der New Oxford Street.
und ich fahre jetzt hier mit dem Bus und will zum Hotel. Das hier ist jetzt nochmal ein kleiner Überblick über die Läden in der Oxford Street. Hier ist zum Beispiel ein Boots, das ist so wie bei uns DM oder Douglas. Ja, ich weiß, die Busscheibe, die ist total dreckig, aber anders hätte ich das jetzt schlecht machen können. Ich wollte euch nur zeigen, dass es hier wirklich alle Läden gibt. Also hier war gerade noch ein Accessorize, hier ist jetzt noch ein American Apparel. Es gibt wirklich alles, es gibt auch mehrere Primarks in dieser Straße. Gerade an den beiden Enden der Oxford Street sind auf jeden Fall zwei ganz, ganz große. Dann seht ihr hier noch ein H&M, die gibt es auch in Massen. Und wer einkaufen möchte in London, geht in die Oxford Street, und wenn es ein bisschen exklusiver sein soll, dann geht in die Bond Street. Da gibt es dann so Sachen wie Michael Kors und so, also die ganzen High-End-Sachen. Hallo, ich bin jetzt in Stratford in einem riesigen Einkaufszentrum und neben mir seht ihr gerade Victoria's Secret. Gibt es aber auch in der Nähe von der Oxford Street, in der New Bond Street, gibt es auch einen großen Victoria's Secret Laden, der ist sogar noch größer, und hier ist aber das Einkaufszentrum, ist wirklich riesig. Ich zeig euch das mal. Also hier gibt es drei Stockwerke und hier gibt es wirklich alles. Alles, alles, alles. Da hinten seht ihr Thomas Sabo, hier ist Victoria's Secret, hier oben. Da hinten ist noch Pink, das gehört auch zu Victoria's Secret. Und jetzt gehe ich ein bisschen einkaufen. So, und das war's. Ich habe viel gedreht, aber natürlich nicht jeden Tag und nicht jede Sekunde, und ich habe auch sonst außenrum noch viel erlebt. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, was ich noch so gemacht habe oder ob ich ein paar London-Tipps weiß, dann schreibt mir das doch in die Kommentare, ob ihr darüber gern ein Video hättet. Und ich freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Also es ist ein ganz normales Holzbrettchen gewesen. Eine dekorative Schmuckaufbewahrung.